Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Und zwar geht es uns darum, dass wir wirklich das bigste Bauprojekt ever in Craft Attack jetzt hier auf die Beine stellen. Wenn Sie es nicht beantworten möchten... Ja, doch, also es tut mir leid, optisch fand ich schon sympathisch. Oh mein Gott. Wir gehen rein in die Masse, Leute. Let's go. Wir gehen rein. Trimax Live ist auch da, okay. Also, wir haben heute unser Meeting, Leute. Aber bevor wir das machen, werde ich jetzt erstmal Trimax unter die Nase reiben, was wir hier tun, damit der weiß, was auf ihn zukommt. So. Warum? Hallo? Hallo, wer ist da? Hallo, hier ist Revinzeit. Hallo, Trimax. Alter, hallo. Was geht? Bist du gerade in Minecraft oder bist du da nur AFK? Ich bin da AFK. Warum? Damit die Honig. Ich bin seit Tagen schon AFK. Auch als ich in Dings war. Warst du auch während meines Streams AFK? Ja. Also ich muss sagen, fühle ich. Krass. Immer. Das wird noch Wochen dauern, bis wir den Honig haben. Und wer beschützt dich gerade? Du hast mich schon mit Obsidian eingebaut. Ich habe in meinem Chat gewettet, dass das sogar noch nicht mal ein Revi-Humor ist, wenn du mich killst. Ich hab dich für dich eingestanden. Die Zuschauer waren sich sicher, du tötest mich. Ich habe dich nicht mit Obsidian eingebaut, das war ich nicht. Okay, du hast es in Auftrag gegeben. Habe ich auch nicht. Okay, du warst dabei, stand es daneben. Auch nicht, ich habe die ganze Zeit was anderes gemacht und das wollte ich dir gerade hier ganz kurz verkünden, Max, ja? Und du hast vielleicht mitbekommen, wir bauen jetzt ein Projekt, was noch geiler ist und größer als deins. Glaube ich nicht. Doch, tatsächlich. Wir haben allerdings auch die Kraft, also wir sind halt auch 15 Leute, die das machen. Und ich habe jetzt alle aus der Original-Crafting-Gruppe quasi zusammengetrommelt und mach das einfach nur, um dich zu triggern und dich in den A** zu f***en quasi. Oh, Digga, ja, da krieg ich direkt Stressblähung, Alter. Und wir bauen halt einfach ein riesiges Schloss, was viel, viel aufwendiger und geiler sein wird als ein Honig-Golem. Und mit ja, 15 Leuten könnt ihr ja machen. Ja, ja, richtig. Aber dann musst du auch sagen, dass dein Ding nicht die komplette Legacy ist von Craft Attack und dass das auch nicht das Krasseste, was es jemals in Craft Attack gegeben hat. Denn unser Projekt wird es dann sein. Ich glaube nicht. Du bist dir immer noch der feste Überzeugung, dass dein dämlicher Honig-Golem... ich muss 3 Monate AFK stehen. Max, warte mal ganz kurz, wir haben hier ein Namensproblem. Ich muss mal ganz kurz Fullmute gehen. Digga, also das ist... Der Golem ist nicht aufwendiger, sorry. Der Golem ist lächerlich dagegen. So, in ein paar Minuten, also ich glaube so gegen 8 oder so machen wir das Meeting, Felix. Hi. Hi. Na, was geht? Ey, alles gut? Ja, magst du mich das nächste Mal fragen, bevor du mich anfährst? Das war Mo. Steht ja auch da. Mo hat das gemacht, tatsächlich. Wer ist Mo? Mo ist so ein anderer Spieler. Super unangenehmer Kerl. Der hat einfach da dich angefasst und ich habe dann netterweise da ein Schild hingesetzt, dass er das gewesen ist, dass du es weißt. Wieso kommen die Leute dann bei mir im Chat und sagen, dass du es warst? Boah, das ist... Weil die Revi pranken wollen. Ja, die wollen mich da irgendwo wieder... Revi und der Chat will ihn leiden sehen. Die wollen auch mitgekriegt. Ja, die wollen mich da irgendwo wieder reinreiten, ne? Also Revi ist seriös, dem kannst du vertrauen. Ja. Oh, ich habe einfach meinen ganzen Hass in Produktivität kanalisiert. Let's go. Sintika, leider muss ich dir noch was gestehen. Du hast ja eine krasse Burg gebaut, ne? Ja. Unsere wird krasser werden. Sorry, nicht böse gemeint. Damit habe ich keinen Stress. Alles gut. Ich dachte, jetzt kommt was von wegen, ja, es tut mir leid, wir müssen eine Burg wegsprengen, wir brauchen den Platz. Erstmal nicht. Was heißt hier erstmal? Das war ein kleiner Spaß, ne? Wir verstehen uns, oder? Pette, was willst du? Ich will einfach ein Teil dieser glorreichen Community sein. Wer bist du? Wer bin ich? Ich bin dein bester Freund, wir kennen uns seit 9 Jahren. Ich will halt Rotpilz abholen. Abholen? Wir bauen gleich am Burgenprojekt leider, keine Zeit, Patrick. Nee, ich hab ihn schon gemietet für 19 bis 20 Uhr. Hast du nicht? What the f***? Der hat gleich ein Meeting, Bro, das geht nicht, wirklich nicht. Er hat kein Meeting, er hat ein Meeting mit mir. Nein, jetzt geh doch mal, Bro. Digga. Du hast doch genug Leute, wie viele Sklaven willst du noch haben? Ich hab keinen Sklaven, Digga, wir bauen halt zusammen. Sklaverei. Alle deine Leute haben weniger Abonnenten als du, was willst du mir eigentlich erzählen? Das heißt also doch gar nichts. Das wird wieder ein actually nicer Trigger werden, wahrscheinlich wird Petro wieder mein Haus sprengen wollen, aber... Weil ich jetzt ja Technik drin habe, nehme ich es persönlich, wenn Petro das macht. Oh. Baby. Jetzt kommt Joecraft. Ich spiele dir auch was auf der Orgel vor, Joecraft. Kannst du nicht. Also, ich kann wahrscheinlich nicht perfekt Orgel spielen, aber wenn ich Klavier spielen kann und mein E-Piano auf Orgel einstelle, dann klingt es genauso. Du, wenn ich mein Trabi auf Porsche umstelle, funktioniert das auch so. Was baut ihr denn gerade? Wir bauen einen Springbrunnen. Einen Springbrunnen in meinem Haus und der ist, da sind Köpfe drin von meinen erlegten Gegnern. Ah. Also quasi so eine Art Todesbrunnen. Patrick, runter von dem Grundstück, du darfst ja nicht sein. 3, 2, 1, okay, ich muss dich töten. Spaß. Okay, bereit? Ja. Dann gehen wir nach unten. Achtung, go. Läuft. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Oh, chillig, Digga. Sintika, komm mal kurz in mein Haus. Oh, geil, Alter, wie geil. Wir bräuchten noch 6 Honigblöcke hier. Sintika, let's go. 6 Honigblöcke. Ich weiß noch nicht, wo mein Honig herkriegt. Bienenmelken, okay. Habt ihr es geschafft, hier eine Frau reinzukriegen, Revi? Sei leise, Patrick, du darfst nicht reden in diesem Channel, haben wir gerade eben gesagt. Sintika, würdest du lieber einen Tag mit Patrick oder mit mir verbringen? Weißt du, was so schlimm ist, Revi? Wir haben schon mal 3 Tage miteinander verbracht. Let's go, Patrick, ich habe gewonnen. Weniger. Ja, das stimmt schon. Also, nachdem ich Patrick nicht
kenne, würde ich wahrscheinlich dann eher einen Tag mit dir verbringen, Baby. Okay. Ah, mal wieder verloren, Patrick. Okay. Schade. Und das ist er wieder, der Big Loose an der Stelle. Löch deinen Kanal und wieder schauen. Reingehauen, Patrick. Warte mal, ich check von euch beiden jetzt erstmal die Instagram-Accounts aus. Okay, let's go. Das Ding ist, Rewe hat einen blauen Haken, 2 Minuten. Das, wenn du jetzt Instagram direkt vergleichst, dann wirkt er natürlich krasser so. Ist ja logisch. Mach ja gut, aber es geht ja nicht. Also Zahlen ist so ein Ding, das juckt mich halt nicht. Nee, muss hier nicht. Wenn sie es nicht beantworten ja, möchte. Ja doch, also es tut mir leid, optisch finde ich Rewe schon sympathisch. Was? Hallo? Ist ja keine schlechte Sache. Moin. Moin. So, willkommen zum großen Minecraft-Meeting. Iosa, hat man dich schon eingeweiht? Nein, mich wurde noch nicht informiert über okay. die aktuellen Pläne. Es gibt momentan folgende Beschlüsse von der Regierung. Wir müssen jetzt eigentlich noch schnell auf Crocodile Andy warten. Ich kann es dir aber trotzdem mal kurz erklären, was wir vorhaben. Und ja. zwar geht es uns darum, dass wir wirklich das bigste Bauprojekt ever in Craft Attack jetzt hier auf die Beine stellen. Castcrafter kommt jetzt gleich noch dazu. Klim im besten Falle jetzt auch noch. Und Sinus ist schon wieder weg. Perfekt, Digga. Wir möchten ein riesiges Schloss bauen. Ja. Also wirklich ein unglaublich fettes Schloss. Und der Antrieb dahinter ist eine Aussage eines bestimmten Mannes. Dieser Mann hat behauptet, Iosa, und ich möchte das jetzt mal ganz kurz rezitieren. Sein Projekt ist das krasseste in Craft Attack überhaupt und wird alles bisher Dagewesene und was noch kommen mag in den Schatten stellen. Niemand wird sich an unsere Sachen erinnern. Und das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass. Hallo, Klim. Hallo. Wie gesagt, ich bin auch da. Es geht. Geile Sau. Geil. Okay. Nehmen wir jetzt zum Anlass, Iosa, und zu sagen, ja. nee, das ist nicht so. Und dieser Mann ist Trimax mit seinem Honiggolem. Denkt er nämlich tatsächlich, dass er uns damit in den Schatten stellen kann als Original Craft Attack Gruppe, was ich eine ziemliche Anmaßung finde in meinen Augen. Ich finde das schon mutig, so eine Aussage. Ja, richtig, hast du recht. Richtig. Und jetzt ist halt unser Move quasi, wenn du mal gleich zu mir kommen magst oder zu uns in die Nähe kommen magst. Also, Iosa, wir wollten hier das größte Projekt ever bauen. Wir können uns auf jeden Fall heute mal Gedanken machen, so wie wir das Ganze hier unterteilen in Aufgaben und so, was quasi so Stand der Dinge ist. Also, ich habe mit Felix jetzt hier schon sehr viel Terraforming gemacht und wir haben auf jeden Fall ja unglaublich viel Platz jetzt hier. Andy, du siehst ja, wir haben noch mal ein bisschen erweitern können. Wir haben hier ein riesiges Grundstück mittlerweile abgesteckt. Das ganze Tal da hinten, das wird Gamers Time tatsächlich, dessen wird sich Gamers Time annehmen. Unser Hauptaugenmerk liegt quasi auf dieser Fläche hier. Und ich finde es relativ nahbar, wenn jetzt das Raumschiff von Kev verschoben wird. Demnächst, ja. da machen wir noch eine Abstimmung, ne Spark? Wir haben ja hier vorne diese drei, guck mal, das hatte ich mir überlegt, Felix und Andy, wir haben hier vorne diese drei Landzungen quasi, oder diese zwei zumindest schon mal. Und ich finde die ja. rechte, dieser rechte Sockel gibt schon mal was unglaublich Geiles her für irgendwie einen fetten Magierturm. Und das linke Stück könnte theoretisch das Gebiet werden für das Hauptschlossgebiet. Und das würde vielleicht mit einer Kette oder mit einer kleinen Brücke oder sowas dazwischen zu verbinden, wäre doch schon mal ganz geil. Also, dass man quasi sagt, das Gebiet, wo ich gerade mit Andy hier bin, dass das hier quasi das Hauptgebiet ist und hier oben das hier könnte ein richtig fetter Magierturm werden. Nur oder sowas Anmerkung. In die Richtung, ja. Du musst nur den Berg anschauen, der ist sehr windig. Wenn, dann müsste man den Berg wahrscheinlich noch stabiler machen, weil wir so einen fetten Turm draufstellen und dann steht der auf so einem kleinen Glanz. Ja, man kann ja zum Beispiel halt mit, auch mit so geilen Elementen das Ganze irgendwie supporten. So stützen in den ne? Berg. Stützen, richtig, ja. genau. Den Berg dran, ne? Okay. Ja, nee, ja, ja. Und ich kann Eingangsportal großes bauen. Und also gerade Strecken ist immer schwierig, glaube aber gerade halt, also beim Tor. Also ich würde zum Beispiel schon mal sagen, das Haupttor können wir, schaut mal, dreh ich mal alle um, im besten Falle mit einer geilen Treppe, die hier hochgeht, plus Zugbrücke hier vorne irgendwie. Und hier wäre genug gerade Strecke halt links und rechts da zum Beispiel eine Patrouille zu machen. Die Mauer muss sich halt ein bisschen integrieren hier in das ganze Projekt. Das Tal hier wird noch ein bisschen designt werden und da kann auch noch was reinkommen. Aber dass wir das schon mal so ein bisschen layouten quasi. Dieser Bereich hier hatte ich mir gedacht, wo ich gerade stehe. Zwischen dem Magierturm und dem Hauptschloss, dass man hier eine ganz geile Treppe, Tor, Eingang, was auch immer nach unten machen könnte. Halt zum Gebiet von Spark rüber und zu Fabo. Genau, eine Sache noch. Schaut mal ganz kurz da, wo ich eben stand, wo wir eben gesagt haben, da vielleicht eine Treppe runter. Da ist ein riesiger Höhleneingang, wo dann quasi halt einmal hier vorne in der Ravine endet. Und die Ravine, wenn man sich jetzt mal durchschaut, wir können jetzt mal die ganze Ravine abfliegen. Die fliegt dann quasi einmal bis hinten zur anderen Seite vom Meer. Also man kann die einmal komplett durchfliegen. Das heißt, wir haben quasi einen kompletten Fluss, der in beide Meere enden könnte. Ja, wie wär's denn, wenn man auf sich da mega da? Was sagt Kaserne? Ihr so zum Grundplan der Kaserne? Finde ich cool, dann kann man nämlich den Rest halt mit kleineren Häusern spicken, mit Hufschmied ja. und sowas, ne? Ich würde mich rausklicken. Revi, war cool mit Mach's dir. Hau rein. Ciao, ciao.